Was geht ab, ihr Luschen draußen? Herzlich willkommen hier auf V2.0 mit mir, Xbox Scherbel, und heute zu dem letzten Update von Black Ops 2 Apokalypse. Schweres Wort. Mit der ersten Karte fangen wir gleich mal an hier. Dyke heißt die erste Karte. Ich laufe mal hier schnell komplett einmal so um die Karte herum, damit ihr seht, wie die Karte so aussieht. Ob sich das überhaupt lohnt, das Paket zu kaufen, ja, oder runterzuladen, wenn ihr Elite habt. Ansonsten, ja, ich sag euch einfach meine Meinung, und letztendlich entscheidet ihr selbst, ob ihr euch die Karten ziehen wollt oder nicht. Es sind vier Karten dabei, vier Multiplayer-Karten und eine Zombie-Story-Modus aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Keine Ahnung, ich habe mal ganz kurz angezockt und muss sagen, ja, typisch Zombie, Black Ops 2, macht einfach nur Spaß. Und wie man hier sieht, die erste Karte Dyke ist eine ganz, ganz kleine Karte. Und man kann sogar, glaube ich, hier auf die Mauer hoch. Moment, ja, das geht natürlich auch. Schön hier rumlupsen und von oben die Leute quickscopen oder was auch immer möglich ist. So, kommen wir gleich mal zu der zweiten Karte. Die zweite Karte heißt Frost in Amsterdam, Niederlande. Und da laufe ich auch mal komplett durch. So Leute, ich muss mal hier noch ein bisschen was erzählen. Bevor ich hier, schaut euch einfach das Video im Hintergrund an. Ich laufe jetzt hier durch und hier ist vorne, wird glaube ich Käse hergestellt, da schieße ich erstmal gleich ein paar Löcher rein. Aber egal, so, was ich euch erzählen wollte, ich war dieses Jahr nicht auf der Gamescom. Es haben ein paar von euch schon nachgefragt, aber ich war dieses Jahr nicht auf der Gamescom, weil es, ja, ich bin noch nicht fit, ich bin noch krank, ich habe noch Probleme mit dem Rücken und wollte mir das einfach nicht antun, da vorne jetzt da rumzuhängen, und es wäre einfach zu viel gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass mal dieses Jahr ausfallen. Gerade dieses Jahr, wo die Xbox One vorgestellt worden ist. Viele Freunde von mir waren dort, haben Bilder, Videos mitgebracht, aber ja, das Beste ist halt gewesen, wenn ich selbst dort gewesen wäre und was mitgebracht hätte. Das ist ganz anders, wenn mir Freunde Bilder oder Videos mitbringen. Da kann ich mir kein Bild draus machen, und auf jeden Fall war ich dieses Jahr nicht. Deswegen wird dieses Jahr auch keine, ja, wie man sieht, wenn man weiter rausläuft, fällt man runter. Dritte Karte, bevor es weitergeht. Pot, ja. Da muss ich auch mal gleich hin. Aber, nein. Ja, auf Gamescom, wie gesagt, wird dieses Jahr kein Video kommen, weil ich da nicht war. Und, ja. Was wollte ich noch erzählen? Ich habe die Xbox One auf jeden Fall vorbestellt. Genaues Datum für den Release gibt es da immer noch nicht. Ich bin echt enttäuscht von Xbox. Ich dachte jetzt, auf der Gamescom sagen sie endlich mal, was Sache ist, und wenn die Xbox mal auf den Markt kommt, aber kam natürlich gar nichts. Eine große Enttäuschung. Irgendwann im November. Der November ist aber lang, es kann immer sein. Also von daher einfach mal überraschen lassen. Und ich habe mir schon ein paar Spiele vorbestellt. Ich habe mir jetzt hier, für was ich euch auch gleich dann im November zeigen werde, mit der Xbox One, wenn ich da habe, gleich am ersten Tag werde ich Videos zeigen wie Forza 5 Gameplays. Was habe ich noch? Call of Duty Ghost, Battlefield 4, Watch Dogs natürlich, und was war das andere? Da war noch eins. Das fällt mir gerade nicht ein. Wie heißt denn das nochmal hier? Auf jeden Fall hier die letzte Karte, Take-Off auf dem Schiff. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Dead Rising 3, das ist der nächste Titel gewesen. Diese Games habe ich mir vorbestellt, wie gesagt, Dead Rising 3, Forza 5, Battlefield 4, Call of Duty Ghost und natürlich Watch Dogs Disney-Spiele, die ihr bei mir gleich am Anfang November, wenn die Xbox erscheint, zu sehen bekommt. Und natürlich werden wir nach und nach immer wieder neue Spiele, und die Xbox 360 werde ich weiterhin noch behalten, natürlich nur wegen GTA 5. Und ja, freue mich schon richtig, richtig scharf auf die Xbox One, kann es kaum abwarten, bis sie mal rauskommt. So, das war's jetzt erstmal mit den Karten, das sind die vier neuen Karten. Der Zombie-Modus zeige ich euch gleich im Anschluss nach dieser Karte, und mein Fazit dazu ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auch der letzte Update, der von Black Ops 2 erscheint. Also Leute, zieht euch das runter. Vier geile Karten, ein neuer Zombie-Modus, und den zeige ich euch jetzt. Ich bin bis dahin raus. Schaut euch den Zombie-Modus noch an. Leute, vielen Dank. Abonnieren, liken, kommentieren. Peace and out. Es begann vor langer Zeit auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Zwei deutsche Wissenschaftler trachteten danach, dunkle und geheimnisvolle Kräfte zu nutzen, die seit Jahrhunderten vergraben lagen.
ist Samantha. Ich werde euch erzählen, wo all das seinen Anfang nahm. Was bei Bartolini ist hier los? Ich habe eine große Stauwesen gesehen. Groß wie die Türme der Kathedrale in Moskau. Was haben die Deutschen hier gemacht? Diese Bretter werden Sie wenigstens kurzzeitig abhalten. Fauliger Geruch ist abgeschossen. Jeder Schritt wird begleitet von Legionen übernatürlicher Kreaturen. Stolpernde, verrotende, dreckige Leichen.